Sky Larsen. Sie betreten jetzt mein Zimmer. Sprich mit der Haus-KI. Aber ich möchte gerne in den einen Raum. Mir fehlt aber eine Zahl für den Code. Ist das draußen? Ist hier noch was? Nee. Ah, guck mal, jetzt ist offen. Dann ist hier drin die letzte Zahl wahrscheinlich, oder? Sie betreten jetzt... Die Aufzeichnungen zum Bewohner dieses Zimmers sind fehlerhaft. Sky und... Gut, war jetzt sonst nicht so viel Spannendes hier dran. Ah, jetzt haben wir alle Türen auf. Jetzt können wir hier runtergehen. Das ist Tag 1 der neuralen Löschung. Die Testperson ist Sinead Larsen. Ich starte den Prozess. Sky, wo bin ich? Ich sehe nichts. Klarheit der Testperson bestätigt, was ich im Code sehe. Die neurale Karte ist intakt und funktioniert. Wir beginnen mit der Löschung von Codezeilen. Was? Wie? Oh Gott, du hast nicht gehorcht! Liebes, bitte, tu das deiner Mutter nicht an. Lass mich in Frieden sterben. Du hast nie an mich geglaubt. Das wird sich ändern. Die Motorik ist komplett unnötig. Steuerung A, löschen. Wir behalten den limbischen Code noch. Die emotionalen Reaktionen sind faszinierend. Wir kommen zu den Stirnlappen. Mein neues Sicherheitssystem muss nicht selbstständig denken können. Sky, bitte, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Schließlich löschen wir den limbischen Code. Fuck. Und ich hatte gedacht, mit meinem Kommentar wäre ich witzig gewesen. Das erklärt ihr Vorgehen. Sie nimmt einen voll ausgebildeten menschlichen Verstand und entfernt dann so lange Teile, bis sie ihn kontrollieren kann. Das ist ziemlich beunruhigend. Bitte helfen Sie mir. Ich muss ja sagen, das, was mich gerade am meisten an dieser Videosequenz gestört hat, war die Frisur von Sky. Du wusstest, ich bin nicht sie. Du hast mich reingelassen, um alles zu sehen? Ja. Willkommen. Ich kenne dich nicht. Ich sehe nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Sky, weißt du, wo ich sie finden kann? Ja. Brauche deine Hilfe.
Ich möchte nicht so leben. Sky ist verrückt, wenn du nur die Schmerzen kennen würdest. Okay. Ja, ich glaube, ich verstehe. Du willst sterben. Wenn ich dir helfe, verrätst du mir, wie ich Sky finde? Ja. Lass mich in Frieden sterben. Wie? Ja, wie? Was haben wir denn gerade schon mal gemacht? Aber sie sollte dir vielleicht vorher sagen, wo Sky ist, bevor du das Ding rausziehst. Nun. Frag mal Tina, was sie gemacht hat. Ich wollte den Hund in der Spinne freilassen. Es kann ja auch einem Bombenentschärfer mal passieren, dass er einfach das falsche Kabel zieht. So, das hat er dann ja auch nicht mit Absicht gemacht. Ja. Ich habe die Koordinaten erhalten und eine Nachricht, in der nur vielen Dank steht. Können wir jetzt bitte gehen? Ich wurde gezwungen, Julia. Ich habe das nicht freiwillig gemacht jetzt. Albert Rabinowitz. Okay, das sind die vier, die hier liegen. Shinnet Larson, Albert Rabinowitz, Sascha Parvati und Morgan Bookerman. Gut. Ich fürchte nicht, dass wir jetzt hier so einfach gehen können, oder? Detzek, seid ihr da? Nord? Ich bin oben. Komm hoch, wenn du soweit bist. Was? Warum ist die Musik so? Okay, hab nichts gesagt. Musik ist okay. Du wusstest, was wir da unten finden, nicht wahr? Ja. Ihre Mutter hat mich angefleht, sie... Ich konnte es einfach nicht. Jetzt weißt du, was auf dem Spiel steht. Daybreak startet bald. Und dann ereilt tausende andere Menschen dasselbe Schicksal. Und sie werden nicht alle sterben. Sky kann sie für immer foltern. Dieses Mutterding hat mir Skys Standort genannt. Jetzt können wir sie finden. Hat sie? Oh, das ist ja super. Also, sind wir im Geschäft? Überlass das uns. Du hältst uns den Rücken frei. Sehr gut. Das ist ja super. Super ist das. Hier liegt Geld. Also, die Operation, der wir im Nachhinein den Namen Operation lassen wir uns in Sky Larsons lustigen Verlies traumatisieren gegeben haben, war ein voller Erfolg. Und ich habe gerade ihr streng geheimes Versteck gefunden. Dann mal los. Und wie aufs Stichwort haben wir gerade eine Videonachricht erhalten. Von Sky Larson. Dann lass mal sehen. Ich weiß nicht, wer zur Hölle du bist. Oder was du glaubst, bei mir gesehen zu haben. Aber ich warne dich, halt dich fern. Ich habe Daybreak mein Leben gewidmet und das lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Ich werde dich finden und ich werde dir das Leben sehr, sehr schwer machen. Ich kann es mir leisten. Du auch? Wie hat sie uns gefunden? Sky Larson hat ein Eisberg-Smart Home gebaut, das von ihrer digitalisierten Mutter geführt wurde. Und das wundert dich? Vielleicht hat ihre Mutter es verdient. Meine hätte es.
Sie hat Angst. Es gibt keinen anderen Grund, warum sie uns drohen sollte. Klug, von ihr Angst zu haben. Schick mir die Koordinaten. Gedichte. Ich weiß nicht, ob... Also, mir kam die Stimme von Naut jetzt nicht unbedingt bekannt vor. Aber es kann sein, dass die Stimme von Mura, also von unserem Bauarbeiter, tatsächlich die von Ethan ist. Aber ich bin mir nicht so sicher. Gedichte von Shipley. Guck mal, Julia, das ist sowas Ähnliches wie die Witze von gestern. Es war einmal eine schöne alte Frau, die machte viel Kohle, denn sie war schlau. Verkaufte Opium bei Nacht, doch dann hat es gekracht. Weg das Geld und das Leben wieder grau. Es war einmal ein Mann, er rauchte Opium, es zog ihn in seinen Bann. Ständig war er high und wie ein Vöglein so frei. Verdammt, was Opium alles kann. Wo bist du, mein Schatz? Furchen durchzogen dein Gesicht. Okay, das ist wohl noch nicht ganz fertig, das letzte. Welche Mission machen wir eigentlich gerade? Immer noch die? Die geht aber lang, die Mission. Entschuldigung. Meine Stimme. Und ich wollte mir den Weg... Ach komm, wir spielen mal mit ihm hier. Mit Lawrence haben wir, glaube ich, noch gar nicht gespielt, oder? Liebe es. Ja, so wirklich. Man kann auch nichts Schlechtes finden bei dieser Poesie. Das ist hier drin. Wirklich? Nein, warte mal. Du hast dein Ziel erreicht. Der Blumenkomplex. Sie hat sich die ganze Zeit bei Blumen versteckt? Seit Larsen, nun ja, mich, an Blumen verkauft hat, hat sie eine enge Verbindung zum Unternehmen. Das wird ja immer besser. Gut zu wissen. Aber der Ort ist riesig. Wir werden sie kaum finden. Greif auf die Server zu, um ihren Standort einzugrenzen. Geht klar. Warte, der Weg in den Keller? Keller? Das haben wir doch gerade schon mal gesehen. Da hinten ist ein Schlüssel. Ich müsste rein theoretisch eigentlich so nach unten. Ich glaube, ich muss hier zu Fuß hinkommen. Wer hat das ausgeschaltet? Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn er mich direkt hier draußen gesehen hätte. Entschuldigung.
Damit kann ich nichts machen? Aber ich muss da hoch. Dachte, ich muss zu dem Terminal. Das war jetzt voll gemein. Warum? Ja, dann schießen wir halt jetzt wieder. Okay, Chat. Shit, von uns hat's wen erwischt. Ich kann ihn gerade noch nicht stören. Suchen wir den Wichser. Augen auf. Sucht alles ab. Ist alles sicher. Ich gehe weiter. Wo muss ich hin? Da hinten. Wegen gerade eine Tür. Hä? Nee, aber hier bin ich doch jetzt auch nur in dem Raum, wo der seine Kreise läuft. Ach, das... Wo muss ich lang? Chat? Komme ich nicht mal rein. Cool. Chat. Wo muss ich lang? Komme ich hier überhaupt lang? Nee, anscheinend nicht. Ich komme mal hier auch nicht runter. Habe ich mich jetzt hier umsonst durchgeschossen? Oder gestealtht? Hier tatsächlich hat es ja funktioniert. London, hier ist euer Bro.
Heute ist Sicherheit Priorität. Pass mal auf! Jetzt komme ich aber wieder nur hier hin. Hä? Wo muss ich lang, Chat? Möchte hier rein. Du springst zu hoch. Spinne. Echt jetzt? Komme ich jetzt hier nicht rein? Hallo? Kann ja nicht sein, hallo. Chat, ist was? Was soll ich denn sonst machen hier drin? Ich muss hier lang. Gut. Das war ja super einfach jetzt gerade. Hä, jetzt bin ich draußen. Willst du mich verkackeiern? Wo soll ich hin?
Funktion sollte gemeldet werden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, wie ich in den Keller komme. Das ist jetzt... Hey, was hat der denn für einen langen Arm? Du zwingst mich dazu. Böser Fehler. Hört ihr das? Du musst nicht alleine kämpfen. Zeig mal, was du drauf hast. Hä? Chat, ich habe keine Ahnung. Spendiere ich ein Bier. Wo ich hier lang muss. Fuck, wie vom Erdboden verschluckt. Los, komm raus. Keine Ahnung. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich schicke dir ihren Standort. Chat, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber ich komme doch auch nirgendwo oben drauf. Ich habe dort ja auch keine Überwachungskamera gesehen, die in den Keller führt. Ihr seid nicht die Polizei, wer seid ihr? Ihr blutrünstigen Schweine. Weil laut Questmarker ist das unten. Ja, ich bin ja nicht wirklich weiter. Das ist ja erst die zweite Mission, die wir heute machen. Und ich weiß hier gerade ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil so kommen wir nicht vorwärts. Hier geht's doch nirgendwo in den Keller. Hä? Muss in die Richtung. Hä? Ich verstehe es nicht, Chat. Na, die zweite, die wir heute machen. Wir haben nur die komische mit Kelly gemacht. Und das ist jetzt die 404 nicht gefunden, oder wie die heißt. Ich glaube, dazwischen war nichts anderes. Thank you.
ist eine Drohne, aber was nützt es mir denn, hier hochzugehen?